Und live im Studio begrüße ich jetzt SPÖ-Chefin Pamela die Wagner. Danke fürs Kommen. Schönen guten Abend. Frau Rendi Wagner, lassen Sie uns sechs Mo Monate, äh, Monate, verzeihung, sechs Wochen zurückgehen, nämlich zum Ausgangspunkt, dem Evitzer-Video. Ähm, die Aussagen darin haben laut Ihrem Wahlkampf vielleicht auch in der SPÖ eine Schocksstarre ausgelöst, haben wir gerade gehört. Aber genau das, was besprochen wurde, nämlich Parteispenden über Vereine am Rechnungshof vorbei, zu schleusen wird trotz ihres Gesetzes weiterhin möglich sein. Warum ist das die Antwort der SPÖ auf diesen Ibiza-Skandal? Also erstens war es ganz, ganz notwendig nach diesem Video rasch, nämlich vor dem kommenden Wahlkampf, der uns jetzt ins Haus steht, gute, transparente Regeln zu schaffen, damit wir einen sauberen Wahlkampf und eine saubere Politik äh, erleben in Österreich. Das haben sich die Menschen verdient und es ist etwas was sich auch alle erwarten nach dieser schockstarre wie sie es bezeichnet haben das ist ja nicht nur politisch eine schockstarre das ist für die menschen eine schockstarre gewesen. aber ich sage was sie im video jetzt ansprechen diese konstruktionen die dort erwähnung finden seitens äh, heinz christian straches die sind ja damals schon illegal gewesen und die sind es heute noch immer. also ich weiß nicht was hier das große thema sein soll. wir haben rasch eine lösung gebraucht um ein Stoppschild für Großspender aufzustellen, weil ich sage, Politik darf niemals käuflich sein. Wir sind den Wählerinnen verpflichtet, wir sind nicht den Großspendern verpflichtet. Und wenn ich die Summen höre, die hier an eine große Partei dieses Landes gegangen sind, dann bekommt man als Bürgerin doch ein komisches Gefühl in der Magengrube. Aber genau das ist. Möglich. Wenn jemand solche Absichten haben illegal. soll, es ist illegal, aber der Rechnungshof und das ist der Hauptkritikpunkt und da sind sich alle, bis auf Sie und die FPÖ einig, der darf weiterhin nicht in die Bücher einsehen, auch nicht diese sogenannten Vereine, auch nicht die SPÖ-Vereine oder die nahestehenden, die formal zwar getrennt sind, prüfen. Warum wollen Sie das nicht ändern und also, warum ändern Sie es nicht? Thema Rechnungshof. Man muss schon erklären, oder erklären Sie mir, was ist der Unterschied zwischen zwei unabhängigen vom Rechnungshof gestellten Wirtschaftsprüfern, die in die Parteifinanzen Einsicht nehmen, einen Rechenschaftsbericht legen und den Rechnung, Rechnungshofprüfern. Was ist der Unterschied? Der springende Punkt ist und der Unterschied: Diese Vereine, die angesprochen wurden. Nein, oder das wäre aber nicht der hier. Konstruktionen dürfen nicht geprüft werden. Der rechnungshof ich kann Frau ich Ihnen Mende sagen: Er wünscht sich selber umfassende Prüfkompetenz. Ich kann Ihnen den Unterschied nennen. Will alle. Na, aber das ist doch Sie haben Punkt. mich zum Rechnungshof gefragt. Genau. Und der der Unterschied Punkt ist daran. Der Unterschied ist, dass der Rechnungshof weisungsgebundene Beamtinnen und Beamten in die Prüfung schickt und die Wirtschaftsprüfer vom Rechnungshof. Rechnungshof gestellte unabhängige ähm, Experten sind, Finanzexperten sind, die hier nach demselben Gesetz, nämlich nach dem Parteigesetz, die äh, Parteien prüfen. Und tun wir nicht so, als gäbe es die Transparenz heute nicht. Sie gibt sie. ja Und ich bin die erste Verfechterin von einer großen Transparenz in der Politik und auch in anderen Bereichen. Die Sie aber in diesem Gesetz nicht beschließen, weil der springende Punkt ist, ich wiederhole es gerne noch einmal, es kann umgangen werden. Sie können auch Sie, damit die Menschen jetzt, die, unser Publikum versteht, wovon wir sprechen. Wahlkampfkosten Obergrenze 7 Millionen Euro. Die kann umgangen werden. Und zwar auch weiterhin von der spö gewerkschaft von den Pensionisten, die zwar formal durch eine Vereinskonstruktion nicht ihrer Partei angehören, aber sehr wohl, wie wir es hier sehen oder auch hier, 2017 für Christian Kernwahl gekämpft haben mit Veranstaltungen. Nur die Kosten müssen nicht eingerechnet werden. Und das ist der springende Punkt. Der Rechnungshof, der sieht diese Vereine bzw. diese Spenden müssen auch gar nicht gemeldet werden an den Rechnungshof. Also das neue Partei. Finanzgesetz, Finanzierungsgesetz, das hoffentlich beschlossen wird und für diesen Wahlkampf geltend ist, sagt sehr wohl, dass alles, was an die Partei gespendet wird, von befreundeten Vereinen sehr wohl ausgewiesen werden muss im Rechenschaftsbericht. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Das, das heißt, nicht, dieser Frau Vorwurf Frau stimmt nicht. Es ist so, Nein. ab einer Grenze, Sie wissen, Einzelspende 7500, Aber Gesamtgrenze 750.000. Die Fakt, nur noch ganz kurz. Das ist einhellig auch im Beitrag rausgekommen. Alle Experten sind sich da einig und der Rechnungshof kritisiert es selber. Ihre SPÖ-Pensionisten und die Gewerkschafter, die ein Mitsprache- und ein auch Stimmrecht haben in den Gremien, sind durch eine andere Vereinskonstruktion nicht verpflichtet, Sachspenden, Geldspenden an den Rechnungshof zu melden. Die ÖVP-Senioren, aber auch die Arbeitnehmer durch ihre Bünde sehr wohl. Sie haben sich da ein Gesetz zu ihren Gunsten geschneidert. Aber schauen wir uns an. Das ist ja ein Vorwurf, der hier im Raum steht, der so nicht stimmt. Warum, haben sich, warum wurde 2012 infolge des neuen Parteigesetzes diese Trennung, diese saubere Trennung, sage ich, zwischen einem Pensionistenverband Österreichs und der Partei geschaffen? Schauen Sie sich die Mitglieder an. Der Pensionistenverband hat um die 400.000 Mitglieder, Pensionistinnen und Pensionisten. Etwa die Hälfte dieser Mitglieder sind auch Mitglied oder viel weniger eigentlich der SPÖ. Es wäre unsauber gewesen, wenn dieser große Pensionistenverband in der Partei bleibt. Das ist eine saubere Trennung und dasselbe gilt für die FSG. Aber wenn diese Vereine, Frau, äh, genau, spenden an die Partei, an die SPÖ. Dann hat das gemeldet zu werden und das wird gemeldet ab einer Grenze. Sie wissen, dass 7.500 die Einzelspende begrenzt ab äh, 2500 sofort gemeldet. Erstens die Umgehungskonstruktion und die Möglichkeit, die bleibt. Zweitens natürlich bestimmen die Gewerkschafter und die Pensionisten ja. in einem anderen Verein, juristischer Kunstgriff, in ihren Gremien mit. Aber kommen wir noch mal ganz kurz zum Hauptkritikpunkt. Wir wollen ja noch andere Themen besprechen. Äh, alle Experten sind sich einig, inklusive auch dem Rechnungshof. Das ist eine Scheinreform, Frau die wagner Sie können alle Regeln beschließen. Warum lassen Sie den Rechnungshof nicht in Ihre Bücher einsehen? Gibt es in den SPÖ-Parteifinanzen etwas zu verstecken? Es gibt gar nichts zu verstecken. Ich denke, man muss diese Diskussion ehrlich führen. Und Aber wir müssen warum sagen: Wir haben ein etabliertes System, das man vor sieben Jahren, war es 2012, beschlossen hat, damals mit den Stimmen der ÖVP, mit den Stimmen der Grünen und der SPÖ. Man war damals. Sehr glücklich über diese Lösung, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Man will ihn jetzt verlassen. Das ist ein Schritt, der hier einen unabhängigen Parteiensenat hier etabliert hat, der übrigens mit mehr Kompetenz, Prüfkompetenz ausgestattet wurde und auch für Transparenz sorgt, der unabhängige, zwei unabhängige Wirtschaftsprüfer zur Prüfung in die Parteien schicken kann. Jetzt sage ich Ihnen, es gibt verschiedene Modelle, diese Transparenz bei der Parteienfinanzierung zu verschärfen, anders zu machen. Diskutieren wir darüber, das kann man gerne machen. Aber da dann nehme ich das deutsche Modell. Sie gern beim Wort. Da ist es das beim Bundestag zum Beispiel angesiedelt, auch eine andere Möglichkeit. Die maximale Transparenz, sind sich auch alle einig, haben Sie, wenn Sie den Rechnungshof reinschauen lassen. Auch Warum in diese Funktionen. Was ist der Unterschied zwischen einem Rechnungshofprüfer und unabhängig? Nein, es geht darum, auch um es ist stehende kein Reine. Unterschied. Frau Andy Wagner, aber Sie sagen, reden wir drüber. Wir haben genauso wenn wenig. Sie diese Regelung, Ihren Gesetzesvorschlag noch ändern? Ist inkorrekt. Sie ist einfach inkorrekt weil die Wirtschaftsprüfer genau dieselben Prüfkompetenzen haben, die jetzt in ihrem Vorschlag Rechnungshofprüfer haben, nur mit dem großen Unterschied, dass Rechnungshofprüfer weisungsgebundene Beamtinnen und Beamten sind. Und ich sage schon, so. dass das auch eine demokratiepolitische Frage ist, die wir hier zu stellen und zu diskutieren haben. Genau. Weil Aber es ist eine Abwägung zwischen Transparenz auf der einen Seite und Prüfmöglichkeiten und welchen Wert haben, haben unabhängige politische Parteien die ein wesentliches, zentrales Wesen unserer Demokratie darstellen für uns. Und das ist eine Abwägung, die wir treffen. Und wenn eine staatliche Organisation in parteipolitische Finanzen schauen kann, dann muss man darüber diskutieren, Gut. wie weit das gehen soll. Halten wir trotzdem nochmal die Fakten fest. Der Rechnungshof darf auch laut Ihrem. Gesetzesvorschlag nicht Vereine, wie Sie der Herr Strache angesprochen hat, anschauen, beziehungsweise auch, weil es keine Strafbestimmungen konnten, könnten nicht geöffnet werden. Das ist der Hauptgrundpunkt, aber Sie bleiben dabei. Das bleibt Transparenz. Dieser Beschluss und jetzt machen wir einen Themenwechsel. Der ist nicht budgetwirksam, den Sie gemeinsam mit der Liste jetzt und der FPÖ beschließen. Aber heute, auch morgen im Parlament, vielleicht auch im Herbst wird es Beschlüsse geben, die sehr wohl budgetwirksam sind. Deswegen haben heute ÖVP, FPÖ und die Niers eine Schuldenbremse mhm. eingebracht, die aber nicht umgesetzt werden wird in der Verfassung, weil hier die Zustimmung ihrer Partei der SPÖ im Bundesrat. Nicht, die wird es einfach nicht geben. Jetzt ist die Frage, warum, Frau Rendi-Wagner? 2011 hat Ihre Partei einer so einfach gesetzlichen Schuldenbremse genau mit diesen Ausnahmen, Schulden machen zu dürfen in Wirtschaftskrisen oder bei Notsituationen wie Naturkatastrophen, zugestimmt. Warum stimmen Sie dem jetzt nicht zu? Also grundsätzlich, Sie haben einen großen Bericht über die Plenarwoche gemacht, die letzte und auch die, die gerade läuft. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass das Parlament das Herz der Demokratie lauter schlägt als äh, wie seit langem nicht mehr. Das ist wichtig und gut und wir tun das, wozu wir gewählt wurden. Wir arbeiten im Parlament und da kommen so gute, vernünftige Maßnahmen jetzt auf den Weg und werden beschlossen, von denen wir vor Monaten noch nicht gedacht haben, dass wir sie schaffen. Das möchte ich schon sagen, weil den Nichtraucherinnenschutz damit Schützen wir Gesundheit, gesundes Aufwachsen, Menschenleben in einem erheblichen Aufmaß? Da hätten wir vor einem halben Jahr noch nicht gedacht, dass wir dort sind. Ein weiterer Beschluss, andere ganz Anträge, wichtige Kosten aber, Frau Rendi-Wagner, Sozialleistungen. Darf ich kurz auf die Schuldenbremse genau. eingehen? Die Schuldenbremse ist eine Sache, wenn sie in der Verfassung steht, haben wir ein Beispiel, da müssen wir nur in den Norden gehen, schauen wir nach Deutschland. Die Deutschen diskutieren gerade, dass sie das wieder abschaffen weil es eine Wachstumsbremse ist, weil es eine Investitionsbremse für ein Land ist, weil es eine Selbstfesselung der Politik ist. Und genau das ist die Erfahrung, die Deutschland mit dieser Schuldenbremse in der Verfassung gemacht hat. Und es gibt viele Experten, die sagen, die 2008er Finanzkrise, Lehman Brothers, hätten wir als Österreich und viele europäische Staaten nicht geschafft, hätten wir eine solche Schuldenbremse in der Verfassung gehabt, wir hätten nicht investieren können, gegensteuern können. Die Arbeitsplätze wären verloren gegangen, die Investitionsprogramme nicht möglich gewesen. Heißt im Umkehrschluss, ich muss Ihnen um kürzere Antworten bitten, dass Sie ein Nulldefizit, das heißt keine neuen Schulden zu machen, wie es die letzte Regierung ja war, das lehnen Sie ab. Nein, ein ausgeglichener Budgethaushalt, eine, eine solide Finanzpolitik, ist ein erstrebenswertes Ziel. Das kann man in der Familie, in jeder äh, Budgetpolitik, auf familiärer Ebene äh, gutheißen und natürlich auch in der Politik. Da kommen Aber wir zur Grundsatzfrage hat die Frau Wendy die Prioritäten Gru zu setzen und gegenzusteuern, wenn die Konjunktur schwächelt, wenn die Arbeitsplätze verloren gehen, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, was wir jetzt sehen bei älteren Arbeitslosen. Und da hat die letzte Regierung viel verabsäumt. Da gilt es, gegenzusteuern und wir sind vor der Herausforderung der, K der Klimakrise. Und Sie verlangen und mit Recht, dass die Politik Antworten gibt auf die Klimakrise. Ich sage Ihnen, die Antworten werden Geld kosten. Mit einer Ausgabenbremse, mit einer Schuldenbremse wird es diese notwendigen, gegen die Klimakrise wirksamen Investitionsprogramme nicht geben. Gut, dagegen wehre ich mich. Und jetzt darf ich eine Frage stellen. Frau Rendi-Wagner, da kommen wir zur Grundsatzfrage. Nämlich, wenn Sie Sozialleistungen mehrere wollen, ja, das findet sich in den Anträgen der SPÖ, dann haben Sie. Drei Monate vor der Wahl bisher noch uns nicht erklären können, wie wollen Sie das finanzieren, wenn Sie keine vehement, massiv neuen Schulden machen wollen? Bleibt nur noch, wie im letzten Wahlprogramm, neue, höhere Steuern. Das heißt, oder ganz konkrete Frage, steht auch diesmal im Wahlprogramm eine Erbschaft, eine Vermögensteuer ab einer Million Euro? Ja, ich stehe zu der Millionärsteuer. Ich habe nie gesagt, dass ich nicht dazu stehe. Aber ich sage, es braucht eine. Ein großes Paket einer größeren Steuergerechtigkeit. In Österreich übrigens auf der europäischen Ebene gleichermaßen. Aber das kommt darin vor. Weil Arbeitnehmerinnen wie Sie und ich und viele andere Tausende sind zu sehr belastet steuerlich, während die Wirtschaft viel weniger belastet ist und während Millionärebesitz viel zu wenig belastet ist. Da braucht es eine neue Steuerstruktur, da nicht eine Einzelmaßnahme herauspicken. Es braucht eine gesamtheitliche Steuerstruktur, die neu, zeitgemäß, modern und zukunftsorientiert ist, die auch die ökologisierten Steuern umfasst. Lassen Sie es uns kurz durchgehen. Wie soll das SPÖ-Gesamtkonzept eines Steuermodells aussehen? Soll darin erstens eine Maschinensteuer, sogenannte Wertschöpfungsabgabe im Zeitalter der Digitalisierung drinnen sein? Ja lassen, oder nein? Lassen Sie sich davon überraschen. Ich habe hier eine. Sehr, sehr gute Expertentruppe Anfang des Jahres zusammengestellt, die jetzt bis in den nächsten Wochen und Monaten hier dieses Programm vorstellen wird. Wir werden das wahrscheinlich auch im Laufe des Wahlkampfes kommunizieren. Ich sage Ihnen, und es wann? wird neu, zukunftsorientiert, äh, sobald der Wahlkampf offiziell gestartet hat. Ich äh, denke, das wird nicht läuft. Vor schon, sein. Wie wir der, wir. Inoffiziell ja. läuft da haben Sie vollkommen recht. Aber die Gruppe hat wir haben nicht gewusst, dass wir Neuwahlen haben am 29. September. Ähm, geplanterweise wären im Herbst die Ergebnisse. Vorgelegt. Ich muss auf die Zeit schauen. Eine CO2-Steuer national findet sich darin nicht. Äh, jetzt sagen Sie, Sie haben gerade den Klimawandel erwähnt. Bis heute wissen wir nicht, wie will die SPÖ, wie wollen Sie dann gerade die Klimaziele erreichen? Wollen Sie schädliche Subventionen streichen? Na, ich sage Ihnen, wo wir ansetzen müssen. Wir müssen schauen, wo sind die großen CO2-Verursacher. Und dann sehen wir, dass das im Bereich der Industrie und im Bereich des Verkehrs ist. Und Österreich ist ein Vorzeigeland, was den öffentlichen Verkehr und die Bahn betrifft. Das ist eine Stärke von uns und auf die müssen wir setzen. Wir müssen die Bahn entlasten. Es ist widersinnig, die Bahn ist durch eine Energieabgabe in der Höhe von 30 Millionen belastet. Während Kerosin nicht besteuert ist, Benzin ist besteuert. Finden Sie das gerecht? Nein, kurze Zwischenfrage. Nein, kurze Zwischenfrage. Energieabgabe auf die Bahn, Ausbau des öffentlichen Verkehrs und ich plädiere für Attraktivierung des Bahnfahrens, sauberes Verkehrsmittel, zum Beispiel ein Österreich-Ticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel drei Euro pro Tag. Das wäre ein attraktives Angebot der, an die Österreicherinnen und Österreicher, klimafreundliches Verkehrsmittel und auch ein Erziehungsprozess für die Jungen. Gut. Kurze Antwort nur, das müssen Sie ja gegenfinanzieren. Soll es zum Beispiel über eine Kerosinsteuer äh, eine höhere äh, gegenfinanziert werden? Das haben, wir schon, das haben wir schon gefordert, das haben wir schon im Rahmen äh, unseres EU-Steuerpaketes gefordert, dass es, wir gesagt haben, es ist widersinnig, dass wir Benzin besteuern, dass die Bahn eine Abgabe zu leisten hat, aber Flüge, das schmutzigste, CO2-verschmutzendste Verkehrsmittel, auch Schiffe, keine Steuern zahlen. Natürlich wäre eine Kerosinabgabe eine mögliche und sinnvolle. Ein sinnvoller Weg, keine Frage. Die Frage, ob das so schaffbar ist, noch einmal kurze Nachfrage, aber Streichung von klimaschädlichen Subventionen des Dieselprivilegs. Können Sie sich das vorstellen? Es muss ein Gesamtpaket sein. Eine Klimapolitik funktioniert nur, wenn es ein Mosaikbild ist, das am Ende ein vernünftiges Bild ergibt. Da kann man sich nicht die kleinen Teilchen raussuchen, weil die machen für sich keinen Sinn. Das muss alles zusammenpassen und beginnen wir bei den größten Verursachern, bei unseren Stärken, bauen wir die Bahn aus, komm, machen wir es attraktiv. Komm. Damit wir in Zukunft kein Auto mehr brauchen. Gut, dann warten wir auf das Klimakonzept der SPÖ, dieses das Gesamtkonzept. Jetzt kommen wir aber gegen Ende nochmal bitte ganz aktuell zu den heutigen personellen Entscheidungen in Brüssel. Mhm. Ein historischer Mensch sagt, äh, Moment, sagt Bundeskanzlerin Bierlein. Erstmals ist eine Frau nominiert worden, die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Die Bundeskanzlerin hat zugestimmt, äh, Frau Bierlein, und war in Absprache mit den Parlamentsparteien. Auch Ihnen. Waren Sie dafür? Denn bisher waren Sie immer für das Spitzenkandidatensystem. Ich hatte ein Gespräch mit der Bundeskanzlerin telefonisch natürlich ähm, und ich habe im Vorfeld schon in unserem Gespräch klar gemacht und auch im Telefonat, dass ich klar hinter dem Spitzenkandidatinensystem stehe. Dass also Sie haben EU nicht beschlossen, mich ich habe keine Zustimmung. Sie hat mich informiert. Es war keine Zustimmung, äh, weil ich denke, dass das 2014 beschlossene Spitzenkandidatinensystem ein sehr gutes ist. Man hätte daran festhalten sollen, weil... Die jetzige Kandidatin hat einen Vorteil: es ist die erste Frau an der Spitze der EU. Das ist uh, grundsätzlich begrüßenswert. Aber was die Person betrifft, jemand, der weder bei dieser Wahl angetreten ist, das ist aus meiner Sicht demokratiepolitisch auch hinterfragenswert. Und zweitens jemand, der EU-politisch null Erfahrung hat. Das heißt, sie ist nominiert, wie Sie sagen, muss aber natürlich gewählt werden im Richtig. Europäischen Parlament. Werden die Sozialdemokraten, die Fraktion, also Herr Schieder hat es schon gesagt, das ist inakzeptabel, mhm. dagegen stimmen? Also ich habe. Am Weg hierher, weil Sie sagen, ja, es ist gerade gefällt worden, am Weg hierher ähm, mit äh, den Parlamentsfraktionen äh, oder mit unserer Parlamentsfraktion telefoniert. Die Diskussionen laufen da, weil es ist ja ein Abstimmungsprozess innerhalb der europäischen Parteienfamilie der Fraktion, in dem Fall der sozialdemokratischen. Äh, da laufen heftigste Diskussionen. Die Ablehnung ist groß. Aber was ist Ihre Meinung? Sollen Sie es ablehnen oder sollen Sie zustimmen? Dieser Diskussionsprozess, äh, das ist eine große Parteienfamilie. Momentan aus unserer Sicht spricht nichts das, dafür, das zu unterstützen. Dann sage ich Danke für Ihr kommen. Vielen Dank. Danke.